Hallo und willkommen, liebe Tenobus. Ja, heute geht es um unser Charakter Wukong. Wo bekommt man das her? Wie funktioniert das? Und ich habe ihn schon gemeistert und kann euch sagen, der lohnt sich definitiv wirklich fürs Spielen. Ist er gut geeignet? Er ist leichter zu stellen und der unbändige Wukong verursacht Chaos im System. Mit seinen Tricksereien und seiner Brutalität neigt er die Balance zu seinen Gunsten und wirft Gegner von den Füßen. Wukong erschien erstmals am 29. September 2015 in der chinesischen Warframe-Variante und am 25.11.2015 für die globale, also den Rest der Welt. Die Blaupause gibt es im Tenno-Labor und der Bau kostet Nitain-Extrakte, die ja, schwierig zu bekommen sind, aber aus Alarmierung oder aus dem Radioorbiter. Seine Fähigkeiten passiv. Wenn Wukong tödlichen Schaden nimmt, benutzt er automatisch seine gemeisterten Überlebenstechniken. Diese Techniken können nur dreimal pro Mission genutzt werden. Also diesmal eine Einschränkung. Wir haben mehrere Fähigkeiten, aber sie können auch nicht unendlich oft benutzt werden, nur dreimal pro Mission. Himmlischer Zwilling. Zack, da war zu sehen, da kommt der Zwilling raus. Dafür ist er auch gut und gerne im Spiel unterwegs und gern gesehener Mitspieler. Wolkenläufer haben wir hier noch. Da können wir uns schön weg, naja, katapultieren, teleportieren, einfach unsichtbar quasi durch die Luft gleiten. Denn trotzdem, ja, er trotz auch ziemlich großen Gegnern und kann dann mit der Fähigkeit wirklich ordentlichen Schaden reinhauen und ursprüngliche Wut, ja, seine Wut kann er dann auch definitiv, ja, in Schaden umwandeln. Beschwört einen eisernen Stab und entfesselt seine Wut. Das lohnt sich definitiv. Und man sollte es nicht verpassen. Jeder, der ein Clan hat, das ist die einzige Voraussetzung. Der kann sich diese Blaupause holen, beziehungsweise in seinem Dojo. Ich gehe mal auf meins und zeige mal die Blaupausen. Aber von der Schwierigkeit her ist das hier wirklich nicht schwer und kriegt eine Einstufung für Schwierigkeitsgrad 2. Weil diesen Charakter kann jeder, der ein Dojo oder also ein Clan hat ja dann ein Dojo, auch diesen Wukong herstellen und das relativ einfach, relativ schnell. Wir brauchen da gar nicht allzu große, teure Sachen für. Nitain-Extrakt ist schon das teuerste. Da müssen wir lang. Da sieht man es, ich bin selbst zu wenig unterwegs. So. Und dann suchen wir unseren Wukong. Können wir ja auch hier eingeben. Und dann haben wir hier unseren Wukong mit den Blaupausen. Die Blaupause wird dann einfach hier nachgebildet, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Sollte sie bei euch noch nicht abgeschlossen sein, weil der Clan vielleicht noch nicht so groß ist, dann müsst ihr vielleicht da auch mal gerne ein bisschen was dazu geben und spenden. Machen wir hier auch regelmäßig, weil auch größere natürlich dann immer auch noch ein paar Sachen offen haben. Aber hier geht es heute um Wukong, einen kleinen Charakter und der ist bei uns schon soweit fertig. Und dann geht das Ganze eigentlich ganz einfach und wir würden dann nur auf Nachbilden gehen. Da sind nochmal die Sachen, die dann benötigt werden für die Herstellung. Da haben wir das Nitain-Extrakt und neurale Sensoren. Neurale Sensoren wären, naja, sagen wir mal, eher etwas schwierig und Nitain-Extrakt. Aber dann kann man es herstellen und die Blaupausen braucht man nur nachbilden. Das ist hier nicht teuer. Also hier gibt es wirklich eine Einstufung 2. Leute, lasst gerne mal Like da, abonniert den Kanal, würde ich mich drüber freuen. Schreibt es was in die Kommentare und wer noch nicht genug hat und mehr Warframes als bekommen möchte, auf unserem Kanal gibt es natürlich diesbezüglich darüber viele, beziehungsweise noch sind es nicht alle, aber es kommen wahrscheinlich noch alle rein. Über die meisten Warframes quasi ja, kann man da einfach sich angucken, wenn man da Bedarf hat, wo es die Teile denn hergibt. So, das Ganze heißt dann Warframe, der Name. Wir sind jetzt zum Beispiel als Gaara unterwegs, dann Gaara und dann Farmen.
Und dann würde praktisch auch schon das richtige Suchergebnis kommen. Also, euer Remi, man sieht sich.